rauer Fisch, gepresste Algen und kalter Reis. Drei Zutaten, die, gut zubereitet, nicht nur in Japan eine Delikatesse sind. Sushi liegt auch seit Jahren bei uns im Trend. Und mit dem Trend kommt das Angebot ins Supermarktregal. Aber wie gut sind die Rollen aus der Kühltheke? Ja, habe ich probiert. Und? Ist okay. Geht eigentlich klar. Das war nie das, was man haben wollte. Wir machen den Frühstücksfernsehen-Regalcheck. Heute Sushi aus dem Kühlregal. Maki, Nigiri oder California Rolls, so heißen die kleinen Fischdelikatessen. Statt direkt vom Band gibt es sie in Plastikschalen im Kühlregal. Praktischerweise haltbar bis zu 6 Tagen. Riech mal, was sagst du, wie ist der Eindruck? Vom Geruch her ist es okay. Das riecht nicht so stark. Normalerweise verarbeitete Lebensmittel riechen stärker. Ich finde, das riecht sogar ein bisschen lecker. Yaka Satchai ist Sushi-Meister und rollt seit 20 Jahren jeden Tag frisch. Bis zu 10 Jahre brauchen angehende Sushi-Meister für ihre Ausbildung. So, Yaka, wollen wir mal schauen, welche Zutaten wurden verwendet? Fangen wir mal an mit dem Fisch vielleicht. Ich nehme mir dafür mal das Leichteste und das sind die Nigiris. Ich nehme den Lachs. Ne? Genau. Ich schaue mir mal die Konsistenz an. Genau, erstmal gucken. Ja, das sieht aus nach Fisch. Das so, was hier haben wir da? Das ist der gekochte Lachs. Das gehört eigentlich nicht ins Sushi. Hier ist gekochter Thunfisch. Gehört ebenfalls nicht da rein. Das machen die wahrscheinlich, damit es länger hält. Normalerweise gehört ins klassische Sushi nur roher Fisch. Auch für den Reis gibt es klare Regeln. Wie beurteilst du den Reis? Optisch, ja, ist halt grenzwertig. Textur nicht besonders gut. Das hier ist aber wahrscheinlich, um die Kosten zu sparen, gebrochener Sushi-Reis gemischt. Und das wird normalerweise für Bowls und für japanische Gerichte benutzt, zum Speisen, aber nicht mehr für Sushi. Ins echte japanische Sushi darf nur Rundkornreis hoher Güte. Die Zutaten ein Kompromiss. Wie steht es um den Geschmack? Was sagt Yaka zu Nigiri? Das ist gebeizter Fisch. Also der ist verarbeitet, wird eingelegt. Dadurch halten sie etwas länger. Hat nichts mit Sushi zu tun, muss ich ehrlich und direkt sein. Es sieht halt so aus, aber für mich ist das nur zermatschter Reis mit gekochter Fisch. Okay. Ja, und die Reismenge ist viel, viel, viel zu viel. Okay. Das bedeutet, man zahlt wirklich für den Reis und nicht für den Inhalt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so günstig. Eine kleine Sushi-Box gibt es schon für günstige 3 Euro. Die Familienpackung mit einer größeren Auswahl für 6,50 Euro. So, Yaka, 6,50 für so eine Box. Wie schätzt du den Preis ein? Ist das fair? Ist das zu viel? Für die Qualität 6,50 ist für mich komplett in Ordnung. Mhm. Wem das gefällt, geschmacklich, der kann das gerne besorgen. Jetzt ja die entscheidende Frage. Wenn ich diese Menge Sushi bei dir im Restaurant bestelle, was würde mich so ein Teller kosten? Mindestens 12 Euro aufwärts. Das Doppelte. Im Gegensatz zum industriell hergestellten Sushi kommen dann aber nur Handarbeit und frische Produkte zum Einsatz. Wenn ich jetzt doch mir so Sushi aus dem Supermarkt kaufe, worauf achte ich? Damit man was für sein Geld bekommt, würde ich vermeiden, das mit der Paprika komplett oder mit der Gurke und möglichst, wo Reisverhältnis in Ordnung ist. Wenn mehr Inhalt ist und weniger Reis zu sehen ist, dann nehmt lieber die Box. Warum? Ihr habt dann mehr Geschmack davon. Sushi aus der Kühltheke. Für den Sushi-Meister nur ein fader Kompromiss. Wen diese Abstriche nicht stören, der kann für wenig Geld einen kulinarischen Japan-Trip in die Kühltheke unternehmen. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.